In Begleitung von Wissenschaftlern des Instituts für Forschung und Entwicklung lichten wir früher morgen den Anker, Kurs auf die Île des Pins. Ich bin am Ruder und ich muss diese rote Stange an Steuerbord lassen und dann die grüne an Backbord. Wir lassen jetzt Neukaledonien hinter uns. Ich freue mich, weil wir zu Île des Pins fahren, von der es heißt, sie sei noch schöner als Neukaledonien. Naja, wir werden sehen. Es dauert fast einen Tag, bis wir in Sichtweite der Île des Pins kommen, die auch Cugnet genannt wird. Sie liegt im Südosten der Hauptinsel und ist ebenfalls Teil des überseeischen Gebietes von Neukaledonien. Sie verdankt ihren Namen den riesigen Kiefern in Säulenform, die sie teilweise bedecken. 13 Arten dieser Säulenkiefern sind in Neukaledonien endemisch, das heißt, man findet sie nur hier. Die Insel wird von 4000 Kanak bewohnt, den Cugnet, die ihre Insel mit Hilfe der französischen Behörden selbst verwalten. Nur wenige Weiße leben auf der Insel, die sich ihre melanesische Seele bewahrt hat. Wie es der Brauch will, begeben wir uns zu Hilarion Vendegou, dem großen Häuptling der Île des Pins. Wir bringen ihm rituelle Geschenke mit, Stoffe und eine kleine symbolische Geldsumme. Ich begrüße Sie und die Schüler, die mit Ihnen reisen, recht herzlich und heiße Sie willkommen auf der Île des Pins. Vielen Dank, dass Sie bei mir vorbeigekommen sind. Danke für die Geschenke, die Sie anlässlich Ihres Aufenthalts mitgebracht haben. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Zeit auf der Île des Pins und dass die Kinder so viel wie möglich von dem profitieren, was hier an Schönem ist. Vielen Dank. Wir haben Ihnen zu danken und wünschen Ihnen einen schönen Tag, Häuptling. Einen schönen Aufenthalt auf der Île des Pins. Wie ihre große Schwester Neukaledonien wurde die Île des Pins 1774 von Kapitän Cook entdeckt. Obwohl sie Katholiken geworden sind, haben die Bewohner der Île des Pins ihre Kultur nicht vergessen. Die Cugnet hatten ihre Ruhe bis zur Ankunft der ersten Bagno-Sträflinge, Aufständischen der Pariser Kommune von 1871. Als sie Amnestie erhielten, bekamen die Cugnet das Gelände des Bagnos zurück und die Insel wurde zum Kanak-Reservat erklärt. Seitdem hat sich am jahrhundertealten Lebensrhythmus wenig geändert. Wir haben eine Familie kennengelernt, die direkt am Ufer lebt. Wir besuchen sie jeden Tag. Schaut mal, dieses Symbol hat mein Vater gemacht. Solche Symbole sind für den Eingang der Hütten bestimmt. In der Hütte wird gelehrt, wie Skulpturen gemacht werden. Diese Maske dort hat mein Vater gemacht. Diese Hütte ist noch nicht fertig gebaut. Wenn es soweit ist, wird sie mit Stroh gedeckt. Das ist mein Pferd, es heißt Janvier und gehört meinem Onkel. Ich habe ein kleines Geheimnis, ich fürchte mich vor ihm. Hier schlafe ich und hier verstaue ich meine Kleider. Ist das dein Bett? Nein, meins ist da. Das ist das Bett von meinem Bruder. Das Bett von meinem kleinen Neffen, das Bett von meiner Schwester. Das ist meine Mutter. Sie wäscht gerade die Wäsche. James, Rachel, Marco, Veronika und Madeleine werden schnell unsere Freunde. Wir verbringen den ganzen Aufenthalt in ihrer Begleitung. Ich zeige euch das Schwein von Marco, aber passt auf, es stinkt. Ich habe ein bisschen Angst, weil es uns manchmal beißt. Und wirst du das Schwein essen? Ja, wenn es groß ist und fett. Hier ist das Feld, wo das Gemüse steht. Taro, Bananen, Petersilie, ein Pfirsichbaum und etwas weiter hinten stehen noch Karotten. Das hier ist eine Taro-Knolle. Und wozu ist die gut? Die ist zum Essen. Und womit isst man die?
mit allen möglichen Lebensmitteln. Ist das ein Gemüse oder eine Frucht? Ein Gemüse. Eine derart verfressene Mannschaft wie uns zu ernähren, dazu müssen wir schon öfter einkaufen. Den Markttag erwarten wir deshalb gespannt. Der Markt ist noch ganz neu, wie ihr sicher gesehen habt. Er wurde erst vor 3 Monaten in Dienst gestellt. Der Markt ist sehr wichtig, denn hier können Produkte verkauft werden. Ihr habt vielleicht bemerkt, dass es nur die Frauen, die Alten und die Kinder sind, die dort ihre Ware anbieten, und zwar hauptsächlich landwirtschaftliche Produkte. Und hier kommt der Weihnachtsmann, der sich mit Geschenken zu den lieben Kindern aufmacht. Wir würden auch gern das System der Clans und Stämme verstehen. Hilarion von de Gou ist auch Bürgermeister der Insel. Er kann uns sicher helfen. Wir sind die Clans des Meeres. Auf der Ile des Pins sind die Clans des Meeres vor allem die Tuteré, die Ticuré und die Kikué. Aber was ist eigentlich ein Clan? Ein Clan ist ein Zusammenschluss von Familien aus einem Stamm. Und wie viele Stämme gibt es auf der Insel? Es gibt 8 Stämme und einen Häuptling aller Stämme. An der Spitze jedes Stammes steht ein Unterhäuptling. Der Stamm setzt sich aus Clans zusammen und der Clan aus Familien. Und was bedeutet das Meer für die Clans der Meere? Das Meer und das Land waren über die Clans miteinander verbunden. Das war eine Art der Solidarität. Die Clans des Landes ernährten die Clans des Wassers und die des Wassers ernährten die des Landes. Die Ile des Pins hat den Ruf, eine der schönsten Inseln der Welt zu sein. Umgeben von Inselchen und großen Korallenriffen bezaubert sie uns mit ihren Farben. Mit ihren 24.000 Quadratkilometern ist die Lagune von Neukaledonien die größte, die es gibt. Sie ist gut geschützt und zählt nicht weniger als 14 Meeresreservate. Wir machen unsere ersten Tauchgänge zu den Korallen in Begleitung von Wissenschaftlern des Instituts für Forschung und Entwicklung. Thierry Corrège hat eine Probe von einem Korallenstock genommen. Thierry ist Spezialist für Klimaveränderungen im Laufe der Erdgeschichte. Korallen sind ein wichtiger Indikator. Die meisten Riffe sind viele tausend Jahre alt und man findet sogar fossile Korallen, die mehrere hunderttausend Jahre alt sind. Wollt ihr euch ansehen, was wir rausgeholt haben? Kommt, ich erkläre euch, wie Korallen funktionieren. Was ihr in diesem Stück seht, ist einerseits, dass sich der lebende Teil nur am oberen Ende befindet und ungefähr einen halben Zentimeter misst. Ein halber Zentimeter lebende Koralle. Der ganze Rest ist nur ein Skelett. Es sind also keine lebenden Organismen mehr darin. Hier sieht man sehr gut die Außenwände und zwischen den Außenwänden sind die Polypen, die nur am oberen Ende leben. Nachts fahren sie ihre Tentakeln aus, um Nahrung aufzunehmen und am Tag ziehen sie sich zurück und bleiben in ihren Häuschen. Die Lagune von Neukaledonien weist eine außergewöhnliche biologische Vielfalt auf. Sie beherbergt nicht weniger als 450 Korallenarten und 2500 Fischarten.